Hallo. Ich bin Henriette. Und ich bin Alex. Und ich möchte euch das Buch Müll, alles über die lästigste Sache der Welt von Gerda Reith vorstellen. Warum hast du dir das Buch ausgesucht? Also ich finde es toll, wie erklärt ist, was Müll ist, wie man den vermeiden kann und wie es der Umwelt schadet. Und ich finde es toll, dass das für die Kinder anschaulich erklärt wird, auch ohne erhobenen Zeigefinger, und die wirklich viele Ideen bekommen, auch ja, wie man Müll vermeiden kann und was dann mit Müll passiert, also wie der weiterverarbeitet wird. Und die Annette möchte euch noch ein bisschen was darüber erzählen. Was man auch tut, oft bleibt dabei etwas Müll übrig. Müll ist lästig, man will ihn schnell loswerden und dann nichts mehr damit zu tun haben. Und was wird man später von uns finden? Wahrscheinlich das, was jetzt in unseren Mülleimern liegt. Schau mal nach. Also hier sind halt Bilder von den verschiedenen Mülleimern überall im Haus. Und dort sieht man auch, was in den entsprechenden Mülleimern drin ist. Und ganz hinten in dem Buch, da sind halt noch viele Ideen, auch viele verrückte Ideen. Ja, auch ein Tisch aus einer Tür und ein Floß aus Plastikflaschen. Aber das Beste im Buch ist, man kann selbst ein Haus bauen mit leuchtbunten Glaswänden aus alten Flaschen, die wie Ziegelsteine benutzt werden, und mit Lehm befüllten Autoreifen, und in die Lücken steckt man einfach alte Getränkedosen. Müll muss nicht Müll sein. Was Müll ist, entscheidet ihr selbst.